Handlung. Eine Stadt im Nahen Osten, in der vor vielen Jahren wohlhabende Menschen lebten, ist jetzt zu einer Höhle von Hooligans und Raufbolden geworden. Von dort aus begannen sie in vielen Ländern Schwarzgeschäfte und Drogenschmuggel. Sie gehören zu den Gangstern der Unterwelt, ein Undercover-Cop, der sich als Dieb ausgibt und mit dem Verbrecher zusammenlebt, der Drogenschmuggel betreibt, auf dessen Geheiß und in dessen Auftrag es geschmuggelt wird, musste herausfinden, um diesen Drogenhändler zu Fall zu bringen. Derjenige, der seinen Vater getötet hat, hat auch dieses Verbrechen begangen. Pathan-Geschichte. Pathan ist ein Action-Krimi unter der Regie von Siddharth Anand. Die Geschichte, das Drehbuch und die Dialoge des Films wurden von Siddharth Anand, Shridhar Raghavan und Abbas Tyrewala verfasst. Die Filmstars Shah Rukh Khan, Deepika Padukone und John Abraham in den Hauptrollen, zusammen mit Dimple Kapadia, Siddhant Gegatmal und vielen anderen in Nebenrollen. Sajid Paulose kümmerte sich um die Kamera und Arif Shaikh schnitt den Film. Vishal Dadlani und Shekhar Rafiani komponierten den Soundtrack und die Hintergrundmusik für den Film. Dieser Film wurde von Aditi Chopra und Alexander Dostal unter dem Banner von Yash Raj Films produziert. Yash Raj Films hatte einen großen Kinostart für Shah Rukh Khans Comeback geplant. Handlungsstrang. In seinem jungen Alter werden die Eltern von Shah Rukh Khan von mysteriösen Angreifern ermordet. Pathan wurde wütend auf Rache und schwor, sie aufzuspüren und brutal zu töten. Diese Vorfreude wird sie am Ende des Films verunsichern. Diese Leute reisen nach Kabul, um Afghanistan zu retten, nachdem der abscheulichste Dämon der Welt, der in Amerika lebt, die Initiative zur Vernichtung von Muslimen in Afghanistan ergriffen hat. Die Regierung versucht weiterhin, die Bewohner von der Barbarei zur Zivilisation zu bekehren, was die indische Verfassung nachdrücklich unterstützt und beabsichtigt, eine Aufgabe zu beginnen, durch die sich die Menschen und das letztendliche Schicksal Afghanistans anpassen können. Aber nur auf Drängen von ISI und ISIS wird diese Pathan-Crew versuchen, diese Mission auszuweiten.